So, auf, Talok. Talok spricht. Nehmt dies, eine Talok-Frucht und Taloks Tränen. Wenn ihr die Frucht esst, werdet ihr neue Kräfte in euch wecken. Taloks Tränen jedoch nutzt sie nur, wenn ihr in Gefahr seid. Ihr habt den Geist, sprechen also sein Wächter. Die Frucht ist mega lustig. Wir werden jetzt aussehen wie Superman. Nein, natürlich nicht. Aber wir werden eine andere Form annehmen. Oh Gott, die lol. Unsere Minimap ist ja jetzt schon blau. Wir sind keine Minute drin. Ach, die Quest ist blau. Ach, alles blau. Ich sehe nur noch blau vor Freude. Ich danke euch, wir nehmen die ganzen süßen Quests hier mit an. Es gibt eine Quest, wo ich weiß, die werde ich eventuell nicht schaffen, wenn es die noch gibt. Magie verstecken. Cool. Wir werden definitiv Level abgehen. Ja, wir werden ein Level abgehen. Wir werden uns sogar die Frucht reinziehen. Das werden wir so wie ein Chromede machen. Das ist ein, da kommt auch ein bisschen was dazu, wenn ich alle mache. Es gibt, glaube ich, 3, 4 Kügelchen. Daher. So. Gott. Das Oberteil passt ja aber voll nicht zum Rest. Ich muss mir definitiv den Rest der Rüstung noch holen. Naja, jetzt ist eh scheißegal. Wir sind im Baum. Welch ein Traum. Ich muss ja ganz kurz. Ganz kurz. Ja. Weil wir cool sind. Hopp. Naja, aber die hat funktioniert. Also mache ich nachher noch am Ende der Instant. Wir müssen jetzt die große Macht mal mit verwenden, die wir hier mit haben, da die, ne? Sonst dauert es erst Stunden. Und zweitens können wir einfach hier alles anziehen und dann geht's los. Genau. Ist ganz lustig so an sich. Wir werden noch, wie gesagt, mehr Fähigkeiten bekommen. Die werden wir auch dringend brauchen für ein paar Bosse, weil dann gehen die einfach wesentlich einfacher. Könnt ihr damit schon mal... Ich will da jetzt nicht schon wieder die Fähigkeit einsetzen. Wir haben außerdem, ihr seht, wesentlich mehr Leben. Es ist sinnlos, hier eigentlich groß mitnehmen. Ach ja, da ist ja der Boss. Also kein Boss direkt, aber... Das, was wir eigentlich hier töten sollten... Das ist noch lange kein Boss, das ist nur so ein Insekt. Da verschwindet der Rest nämlich. Ich habe keine Ahnung, ob ich das mitnehmen muss. Ich nehme es einfach mal mit. Wir werden noch einen Begleiter an die Seite gestellt bekommen. Oder eine Begleiterin, je nachdem, was wir wählen. Ich denke mal, ich nehme die Klerikerin, wenn ich nicht so blöd bin und den Text wieder überlese. Ach, die habe ich ganz vergessen. Der Buff zählt jetzt für eine Stunde oder zwei Stunden. Boah, es war 2 Stunden. Wie lange will man denn diese Instanz strecken? Im Grunde mit den ganzen Items, die man hier so kriegt, ist diese Insektenplage schnell beseitigt. Ihr seid zu weit weg. Aber ihr werdet jetzt ja selbst sehen, wie lange wir brauchen. Ich weiß ja nicht, wie lange wir brauchen werden, weil ich die Insights erstens ewig nicht gelaufen bin. Und zweitens, keine Ahnung, ob es Änderungen gab. Und drittens, ja, wir lassen uns überraschen. Genau. Hier ist ein zuckender Kokon und ein zuckender Kokon. Ich werde den rechten nehmen. Es hat einfach den Hintergrund, weil sie hat auch gerade gesagt, dass die Heilmagie da drin ist, also die Klerikerin. Und ich hätte schon gern irgendwie sowas Heilendes an meiner Seite. Und wie schon ein bisschen erwähnt im letzten... Ui, meine. Wie schon ein bisschen erwähnt im letzten Part, der nochmal ein bisschen... Beste war und ein bisschen halt sinnlos rumgequatsche. Ne? Alter. Ich hasse das, wenn das so groß. Da. Der macht, glaube ich, Single Damage. Single Target. Ja. Hallo. Könntet ihr mir helfen? Meine. Mitkommen. So, wir haben jetzt hier eine Abzweigung. Gabelung. Ich versuche alle mitzumachen. Wir gehen jetzt erstmal in die Schleimgrotte. Oh, 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 oh. Voll eklig. Ich hoffe, die macht es auch nicht mit. Achso, wir müssen ja nur mit dir reden. Ha! Jetzt steht ich ja nur drum rum. Bela, kommst du bitte mit? Danke, dass ihr uns gerettet habt. Gemeinsam sind wir stark. Das ist doch ein geiler Spruch.
Das sind übrigens Rehan, also die Rehan sind die mit roten Flügeln und nur noch einem Flügel. Ich weiß nicht genau, warum sie eigentlich nur noch einen Flügel haben. Ich habe auch keine Ahnung. Ich werde mal Rehan googeln und gucken, was rauskommt. Das ist doch mal ein Plan, oder? Alter. Oh, es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, achso doch, hier. Hier hat man die Möglichkeit einzustellen, ob sie defensiv gerade sein soll, also nicht mehr angreifen soll, oder ob sie aggro sein soll und angreifen soll. Musst du kurz in Discord antworten. Verzeiht mir. Kommt nicht mehr vor. ob sie halt einfach mit durchlaufen soll, falls sie gerade Mobs anzieht, oder ob sie halt einfach mit angreifen soll. Es wird automatisch entschieden, ihr könnt es aber auch manuell nochmal drücken, falls euch die Entscheidung des Automatik gerade überhaupt nicht gefällt. Oh, Max. Ja. Sieht's mal hier alles an, weil ich habe keinen Bock, jetzt hier 5 Stunden dran zu verbringen. Und wir halten viel aus, von daher. Bin ich. Oh, ich bin gerade ernsthaft an der scheiß Schleimgrotte vorbeigelaufen. Oh. Ich wollte doch dahin. Och Mann. Bila, du bringst mich total durcheinander. Tötet halt nicht alle, aber es macht gut Schaden. Wir machen zwar mittlerweile auch schon gut Schaden, aber so ein bisschen AOE, und ihr seht, wir haben das verdammt oft und wir müssen das, weiß nicht, ob das schon, ob wir die Quest schon haben, wir müssen das, irgendwann gab es mal eine Quest, und ich weiß, ob sie immer noch gibt, müssen wir das so und so oft benutzt haben. Schlafmurmel. Achso, wir müssen alle finden. Es gibt dann noch Schiris Kraftstein, das ist der hier. Dann gibt es noch Gelmas Schutzstein und Naves Schlafmurmel. Die dürfen wir auch noch alle finden. Voll nice, ne? man sieht aber sie verliert. Voll nicht so nice, ne? Oh Gott, bin ich Matsch im Kopf. Die sind nämlich eigentlich diese scheiß Blätter mit. Die bringen mir nichts. Es gibt hier diese Frucht, diese Heilpflanze, die gibt es in, ich weiß nicht, ob wir die schon gesehen hatten, in den Luna-Events, da gibt es die ja auch. Zumindest in Mechanerx, versteckter, dem alten Stricher. Ja, da gab es die auch, da kommt man sich dann schön hoch rein, weil es bringt hier überhaupt nichts, Tränke zu nehmen oder so, die heilen euch nicht extrem, also ihr habt hier fast 100.000 Leben. Und ihr habt dann einen Trank, der euch vielleicht 500 gibt oder mal eine 1000. Ist zwar was wert, aber ist nicht so sinnvoll, wie es einfach eine Heilpflanze zu nehmen. Vor allem auch, wenn ihr Mana-Probleme habt. Einfach so eine Heilpflanze nehmen, egal ob ihr jetzt noch Full Life seid oder nicht. Es wird euch helfen. Und es gibt einige. Heilpflanzen. Also, es ist nicht die einzige und nicht die letzte auf dieser Welt und in diesem Baum. Wir müssen hier die Moosklumpen mitnehmen, glaube ich. Feuchte Erde untersuchen. Um, glaube ich, Blätter. Ein Blatt. Haha, toll. Gehen ja alles hier nur für so ein scheiß Blatt. Als ob ein Baum nicht genug Blätter hätte. Weil in sich drinne in feuchter Erde ein Blatt von ihm. Gäbe mir irgendwie zu denken. So sieht es nicht mehr, bis das auch kaum was von der heilenden Kraft erklären kann. Aber ich glaube, das ist gewollt. Mein Gift schon. Ui, Level up. Nice. Oh, Fähigkeit, meine. Holzschild springt. Was? Fängt an. 3 Minuten. Und halt nur 30. Ja, du. Heilen ist blinkt. Den Schnitt ist erhöht. Auch wieder eine Kettenfähigkeit. Wir können uns vor Ketten bald nicht mehr retten. Das ist ja voll krass. Haben wir jetzt alle an dem. War hier nicht noch feuchte Erde? Hallo? Feuchte Erde? Hallo? Ich finde das immer so irritierend, wenn die ganze Quest einfach blau ist. Die ganze Karte noch blau ist und eigentlich alles tot ist in diesem Bereich. Das finde ich mir doof. Sehr doof sogar. Wir nähern uns zu 65. Ich muss, wie gesagt, die Kantorin noch ein bisschen leveln. Ein bisschen sehr leveln. Hardcore-Leveling ist quasi angesagt. Da wir eine kleine Umfrage, die ich in Twitter und Discord gemacht habe, wenn es nur ein paar Leute waren.
ist ja egal. Hauptsache, es haben überhaupt jemand mitgemacht. Entschieden wurde, dass hier das ein Schleimkraut. Ist tatsächlich die Kantorin wird, mit der ich dann weitermachen werde, aber die ist momentan noch Stufe 30, das heißt, da muss ich mich echt ranhalten. Aber wird schon gehen. Ich hatte auf ihr nicht die krasse Stufe 10 Rüstung, weil sie existiert auch schon länger, als diese Rüstung existiert. Und ich habe aber keine Lust, das jetzt nochmal neu zu machen, weil das irgendwie doof ist. Weil das wieder alles doof ist. Und ja. Ich bin da schon gespannt, weil ich habe noch keine Kantorin auf dem hohen Level gehabt. Wird lustig. Ich weiß zwar, bei Kantoren so Sache ist, wie man was zu tun hat, so ein bisschen, ne? Und dass man so ein bisschen die Buff-Bitch des Teams ist. Ist voll geil. Und man wird dann öfter mal mitgenommen. Yay. Ist schon cool. Wir müssen noch, ja, wir haben 36, ja. Dauert noch ein bisschen. Die Schleimkräuter sind in die Richtung. Oh. Kümmere mich mal hier rum. Unsere Freunde, die Klerikin, kann sich mal um den Rest kümmern. Das ist gut, ein Assassin. Du hast zwei Schwerter, machst alles kaputt, hast nur einen Hitpoint abkriegt und alles ist schön. So, wir brauchen Taloks Kraft jetzt in der Schleimgrotte hundertprozentig, aufgrund der Tatsache, dass da viel Schleim rumrennt. Nein. Da sind, glaube ich, viele Maden gewesen oder so Würmer oder. Ach, was weiß ich. Sind auf jeden Fall Gegner. So. Nehmen die jetzt alle mit. Aus mit. Ja, es sind Klumpwürmer. Mal wieder. Die ist auch ein Boss, deswegen mich unterschätzen. Ich werde jetzt nicht alles anziehen, aufgrund der Tatsache, dass ich schon mal gemacht habe und drin gestorben bin. Spreche aus Erfahrung. Im Grunde musst du eigentlich immer schon die Mobs angreifen. Nebenbei immer mal hier Taloks größere Kraft benutzen und alles ist schick. Man kriegt auch verdammt viel GK hier, also. Das ist auch mega nice. AOE-Klassen haben sie natürlich einfacher, weil du jetzt ihre AOEs benutzen und bupp, alles ist tot. Wir sind leider keiner davon. Wir müssen uns gedulden. Und nee, nicht noch mehr anziehen, bitte. Nicht schon wieder. Das Thema hatten wir letztens erst. Kein gültiges Ziel. Nee, ist nicht gewollt. Irgendwo rennt hier dann noch der. Mein Blatt. Irgendwo rennt dann hier auch noch der Schleimbolzen rum. Der, ich glaube, das ist sogar der Gelmas. Der gibt uns dann den Schutzstein, was uns das Schutzschild geben wird. Ganz ehrlich, ich habe damit ein paar Mal gearbeitet, aber hauptsächlich nur wegen der Quest. Ansonsten, man kommt auch ohne diese drei Items durch. Obwohl, nein, warte, Kraftstein von Shishiris brauchst du. Weil, sonst haben wir die Bosse Ewigkeit. Und jetzt Ewigkeit. Also der Bienenstock-Boss ist das, glaube ich, der dauert eben. Oder der Boss, wenn wir dann Richtung Talor gehen, der dauert. Und das wollen wir doch alle nicht. So, da ist, Lol, der ist echt Schmarotzer-Klumpwurm. Du bist aber ein Schmarotzer. Wo warst du? Nicht der Boss. Bin ich dumm? Ja, definitiv. Such gerade den Boss. Bin ich mal einer? Naja. Wir werden ihn schon finden. Ich kann mich auch täuschen, aber ich dächte. Frage ist halt, spawn die Bosse jetzt schon beim Kampagnenquest durchlaufen. Es gibt nämlich Instanzen, da spawnen die Bosse nämlich nicht. Durch Grumedes Prozess, da war das genauso. Da spawnen Bosse nicht beim normalen Durchlauf. Er kommt in der Schleimkrotte vor. Ja, schön. Wo ist. Ich bin in der Schleimkrotte und ist nicht da. Lässt darauf schließen, dass wir entweder ihn aus Versehen schon mitgetötet haben. Oder. Das ist oder. Meine Vermutung sich bestätigt. Und die Bosse hier nicht spawnen, wenn wir im Kampagnenquest durchlaufen. Was ich ehrlich gesagt mega, 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 mega scheiße finde. Weil dann wirst du mit der Quest einfach nicht fertig.
Und es ist auch irgendwie unlogisch, dass er nicht spawnt. Aber es ist auch auf der anderen Seite wieder logisch, aufgrund der Tatsache, dass Shishiri spawnen muss, weil er dir die Säure von sich gibt und nur mit dieser Säure kannst du den Kokon durchbrechen, der dir den Begleiter an die Seite drückt. Oder in die Hand gibt, wenn man so schön will. Und das heißt, höchstwahrscheinlich sind die anderen Bosse auch nicht da. Es ist so doof. Das finde ich jetzt sehr enttäuschend. Richtig enttäuschend. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es so ist. Kann sein, dass es schon mal so war. Ich kann mich echt ohne Witz nicht mehr dran erinnern. Es ist so lange her. So verdammt lange her, dass ich Talok gelaufen bin. Ach, die sind nur doof. Man merkt ja, wir sind fast immer full life. Wir sind auch gut bei Mana. Ich kann mich nicht beklagen. Bis jetzt läuft alles schick. Sind bei 15 Minuten bis jetzt. Wir müssen aber halt alle Räume abklappern, weil wir die Blätter brauchen. Das sind 6 an der Zahl und das sind 3, 4 Bossräume, also 3 Nebenbossräume und der normale Weg. Im normalen Weg ist aber auch nochmal ein Nebenboss versteckt. Also nicht direkt versteckt, der ist sehr offensichtlich. Aber gucken, ob der da ist. Da wir jetzt schon eine Enttäuschung in der Schleimgrotte hatten, werden wir sehen, was uns noch erwarten wird. Stimme bleibt da. Ist das doof. Aber ich wollte nicht mehr so, ich wollte nicht, dass Aiden so lange ausfällt. Nur weil ich jetzt hier schon wieder seit der 6. Woche oder so beim Erkälten bin und alles scheiße und na. Wer den Stream verfolgt hat, weiß, dass ich in einigen Streams dann auch irgendwann mal keine Stimme mehr wirklich hatte, beziehungsweise meine Stimme klang wie als würde gerade ein Kerl streamen oder ein kleiner Junge. Einer hatte dann auch schon im Discord gesagt gehabt, ich klinge wie ein Junge und er dachte so, ich würde ihn verarschen, aber ich habe gesagt, nein, ich verarsche dich jetzt hier nicht. Ich bin's wirklich. Ich fand's lustig. Also auf der einen Seite ist es lustig, so zu klingen, weil man dann auch manchmal ein bisschen merkt, was die Stimme eigentlich kann. Was man eigentlich für ein Spektrum hat. Das Lustige wird, ist, dass es einem erst irgendwie klar wird, wenn man halt heiser ist. aber es ist doch interessant zu wissen, wie tief man eigentlich kommen könnte. Ein theoretisch. Oh, willst du mich verarschen? Geh zum Schmarotzer, tschüss. Mein Schmarotzer, hallo. Ihr seid zu weit vom Ziel. Ja, es ist Oktober, wir haben uns jetzt entschieden, eine Art Horror-Game zu bringen. Als kleine Kanalinfo so nebenbei. Für Schmarotzer, mir fällt nichts anderes ein. Ja, es wird für einen Bau, tatsächlich. Ja, ich könnte es auch noch anderes nehmen. Hatte auch noch ein bisschen was anderes zur Auswahl, aber da ja jetzt The Legend of Zelda fertig ist und dass ich jetzt anfange, demnächst, also eigentlich baldigst. Hier? Ach, da ist er doch. Ach so, ich muss ja. Okay. Okay, der Boss ist da, cool. Ich habe einfach vergessen, dass er nicht in der Schleimgrotte ist. Ey, du gehörst echt in die Schleimgrotte, du scheiß Talok-Parasit, ey. Du musst ja nicht in den Schleimgrotte, der wird da voll gut hinpassen. Dieses Ziel können wir jetzt nicht angreifen. Oh lol, ich werde gerade gefragt, ob ich jetzt großes Stream geplant habe. Tatsächlich, ohne Witz. Lustige Story nebenbei. Ich habe letztes Jahr zu Halloween habe ich mit einer anderen Streamerin zusammen gestreamt. Die kann kein Horror ab. Die kackt sich sogar schon bei IB ab. Ich habe IB mal gespielt vor einem Jahr. Ich habe das aber letztes Mal gehabt auf einem meiner ersten Play-Kanal-Versuche. Lange Geschichte, kurzer Sinn. kurzer Sinn vor allem. Ja, mit der hatte ich letztes Jahr im Oktober Halloween-Stream gemacht. Es artete darin aus, dass wir da uns 12 Together gespielt haben, alle zusammen mit ein paar Freunden da. Lustig war, wir hatten uns eigentlich abgemacht gehabt, ach komm, lass uns doch noch ein bisschen cool schminken wenigstens, wenn wir schon sonst nicht cool sind. Ich bin nicht cool, sie ist mega cool. Weiß nicht, ob sie es hochgeladen hat auf YouTube. Müsste ich raussuchen, könnte ich es euch mal verlinken, wen das interessieren würde. Ich hatte damals noch nicht viel YouTube und Streaming zusammen verknüpft gehabt, deswegen habe ich da keine Materialien drüber mehr. So.
Und ja, war an sich eigentlich ziemlich lustig. War leider auch viel zu schnell zu Ende. Also sie hat dann ziemlich viel Feierabend gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Weil das Coole ist halt, es ist meistens... Also dieses Jahr liegt Halloween zum Beispiel auch so, dass du dann halt den nächsten Tag arbeiten darfst. Glaube ich. Ich glaube, das liegt dieses Jahr wieder so scheiße. Aber das macht ja nichts. Man kann ja dann einfach ein bisschen eher anfangen. Nein, also es gibt schon coole Möglichkeiten, da was rauszuholen, wenn Halloween so kackt die so ab. Viele Leute machen da was voll Cooles. Ich bin irgendwie, glaube ich, nicht cool. Ich bin auch nicht, glaube ich, bin zu uncool für sowas. Obwohl es so schöne Horror-Games gibt. Oh Mann. Ich wollte eigentlich auch dieses Jahr mal unbedingt Observer probieren. Das ist so ein kranker Psycho-Horror-Scheiß. Ich hab, ohne Witz, ich habe bis jetzt nicht viel Horrorspiele gespielt. Was mir noch ein bisschen grübeln lässt. Aber eigentlich an sich würde ich es so gerne machen, weil es gibt so coole Games. Ich habe auch noch ein kleines Indie-Horror-Game so gefunden gehabt. Das ist ziemlich, finde ich, unbekannt. Weil es halt auch auf Englisch ist. Ne? Viele sind der englische Sprache nicht mächtig, wie ich. ich finde es halt mega cool gemacht. So. Hat so ein bisschen diesen Zeichenstil von Fanbo und ist aber mega cool gemacht. Wir sammeln Murmeln. Wer wollte das noch nie? Ich wollte schon immer Murmeln sammeln. So, wir haben das Blatt mitgenommen. Wir haben alles mitgenommen. Gut. Kommen jetzt aber nur auf solche Themen, wie das gerade einmal Discord schreibt. Unglaublich. Ich bin halt ein Langweiler. Ich plan sowas nicht. Ist aber leider auch immer ein bisschen. Doof, weil wenn du weißt, okay, du hast eine Zuschauerschaft von vielleicht 3-4 Leuten. Ist cool, ist mega cool, ist schon mehr als erwartet vielleicht sogar. Ist aber in dem Sinne doof halt, aufgrund der Tatsache, du reißt dir dann den Arsch auf, im wahrsten Sinne des Wortes, besorgst Games, besorgst Schminke, tust dich da versuchen, irgendwie cool aussehen zu lassen, alles und am Ende kommt vielleicht sogar gar keiner, weil viele halt am nächsten Tag arbeiten müssen oder an dem Tag keine Zeit haben oder selber auf Partys sind. Und das ist dann einfach echt scheiße. Du kannst dann sowas planen, du kannst es ankündigen. Das Problem ist, wenn du dann an diesem Tag eventuell krank sein solltest oder irgendeine Scheiße passieren sollte an dem Tag oder das Schicksal einfach nicht will, dass du dieses machst, dann kotzen wir alle. Nee, voll doof, dass du heute nicht kannst und so. Naja, ich sollte aufhören, mich mit solchen Themen zu befassen. Ja, wir sind aber eh, also von daher. Ach Mann, diese Klerikerin ist manchmal zu nichts zu gebrauchen. Weißt du? Ach so, ja. Oder eine Minute erholt hat, ich muss das Ding 5 Mal benutzen. Jetzt. Noch ein Grund mehr, diese Items zu hassen manchmal. Aber wir haben jetzt schon, ui, was war. Ich bin verblendet. Wir haben jetzt in der Kampagnenquest so weit, dass wir den Endboss, wie heißt er, Celestius, töten dürfen. By the way, ich gucke ja momentan Supernatural. Und ich habe schon wieder was Cooles rausgefunden. Dank der Serie natürlich. Irgendwie bin ich gerade momentan total. Wie? Moment. Scheiß Husten. Bin momentan total in diesem. Oh, das ist ein Boss. Nee, wo ist sie? Größer. Okay, nicht da. Nicht zu Hause. Ich bin in diesem Okkulten und Mythischen gerade voll drin. Ich weiß nicht warum. Ich finde das gerade total interessant, total geil. Und jetzt habe ich in einer Folge kam eine Babylon. Babylonisch. Babylonisch heißt das so. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Von Babylon und so. Eine Gottheit vor. Ratet 5 Mal, wie sie heißt. Wieso kann die sich nicht heilen? Bist du mir dumm? Lehrerin, heil dich doch. Alter, heil dich doch. Junge! Mädchen, was auch immer. Heil dich. Und die babylonische Gottheit heißt Tiamat. Und in Alien, wer hätte es gedacht, gibt es auch ein Tiamat. Also, ich glaube, es
Also es gibt zwei Instanzen, Tiamats Festung und so und Blippapa und so. Ich glaube, Tiamat ist sogar der Drache. Voll geil. Ich kann mir sogar vorstellen, warum sie den Drachen genommen haben. Aufgrund der Tatsache, dass Tiamat, also die Göttin Tiamat, des Salzwassers, als Schlange dargestellt wurde. Und frühere Darstellungen von Schlangen oder sowas wurden auch gerne mal als Drachen interpretiert. Voll geil. So, was dann auch lustig war, ich habe ja das Spiel Abzu Let's Play gehabt und es ist rausgekommen, dass Abzu der Gemahl von Tiamat ist. Und Abzu heißt Süßwasser, also ist die Gottheit für Süßwasser. Das ist voll geil. Ich finde das so mindblowing, wenn man sowas rausfindet. Jetzt. Komm ich jetzt hier weiter? Nö? Gut. Das finde ich total interessant. Und lustiger in der Folge von Supernatural war es halt die Münze mit Tiamat als Symbol drauf. Das war eine babylonische Münze, die Glück bringt. Ich weiß nicht, ob es diese Legende wirklich über diese Münze gibt. Das habe ich nur noch nicht rausgefunden. Ich fand das sowieso erstmal interessant, dass es das überhaupt gab, dass es diesen Namen wirklich gibt. Und ja, diese Münze bringt dir erst Glück und dann wandelt sich dieser Wunsch in etwas Böses. Eva, seid an diesem Ort besonders vorsichtig. Der Siedepunkt ist erreicht. Ginkrit ist ein alter Freund. Doch ich kann helfen. Aber nur, wenn ihr Ginkrit niederstreckt. Um seiner fürchterlichen Macht standzuhalten, braucht ihr die Energie des Kraters. Der gelbe Rauch hebt Kinkwits Verteidigung gegen physische Angriffe auf. Der violette Rauch hebt seine Verteidigung gegen magische Angriffe auf. Kinkwits Verteidigung ist undurchdringlich. Ohne die Energie des Kraters könnt ihr ihn nicht bezwingen. Bezwingt, Ginkrit. Bezwingt meinen alten Freund, Ginkrit. Ist das Talok selbst? Ich glaub schon. Könntest du mal... Ey, du bist aber echt ohne Witz so ein verkackter Schmarotzer manchmal. Immer von hinten. Du bist ja widerlich, du scheiß Klumpenwurm, du. Schmarotz hier nicht rum. Rotz dich gleich mit.